Wie ihr sehen könnt, alles ist soweit vorbereitet. Wasser ist vorbereitet, Schlauch. Ich bin vorbereitet. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Öl, den Anus sozusagen einölen, damit der Schlauch entsprechend smooth reingleitet. Vorab lasse ich noch ein bisschen Wasser raus, damit sozusagen keine Luftbläschen reinkommen. Okay. Und jetzt starten wir den Prozess. Hier ist das Öl. Das ist das Bio-Sesamöl. Reibe ich mir jetzt eine Rosette ein. Ich weiß, klingt komisch, ey, aber ist super gesund. So. Okay. Und den Schlauch kann ich auch entsprechend direkt damit einölen. Ja, schön smooth. Smooth. Dass man sich da auch keine Verletzungen zuzieht, dass es super entspannt läuft. Okay. Gut, ich glaube erst angemessen eingeölt. Und jetzt kommt der große Moment. Der große Moment des Einführens. Da tastet man sich so ganz langsam ran, guckt, hat man die entsprechende Öffnung, da ist man so ungefähr mittig und dann beginnt man den Stück für Stück reinzuschieben. Fühlt sich gerade zu Beginn, wenn man es nicht gewohnt ist, natürlich ein bisschen strange an. Na, aber es passt schon. Passt schon. Ist jetzt kein nicht schmerzhaft oder zu krass unangenehm, fühlt sich einfach ein bisschen weird an. Vor allem im Kopf fühlt sich so weird an. Aber ansonsten funktioniert es. Und ich merke jetzt schon auch, wie ich Stück für Stück Zentimeter um Zentimeter tiefer reinschiebe. Bin bald, glaube ich, am Anschlag angekommen. Und wenn das dann der Fall ist, dann öffne ich das Ventil und lasse Wasser einströmen. Dass der Enddarm richtig schön gut gereinigt wird. So. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Er ist so gut es geht versenkt. Hier, ihr seht es vielleicht. Okay. Gute. Und jetzt starten wir den Prozess, indem ich die Schleusen öffne, das Ventil aufdrehe. Okay. Let's go. Und von hier an ist es eh super entspannt, jetzt muss man so gut wie gar nichts mehr tun. Kann einfach liegen und genießen, wie das Wasser einströmt. Ich weiß nicht, ob ihr es von dort seht. Ich kann es mal näher ranhalten. So, ne? Ein Liter war ursprünglich drin und es wird schon allmählich weniger. So ein bisschen spüre ich vielleicht, dass Wasser einströmt, aber nicht mal so akut, nicht mal so doll. Also insofern super angenehm. Passiert im Grunde gar nichts. Es ist einfach chillig, chilliges in der Badewanne liegen und warten, bis der Behälter vollkommen geleert ist. Bis also alles Wasser in meinem Darm ist. Und dann kann ich beginnen, so ein bisschen entweder einfach nur da zu liegen. Ich könnte mein Becken ein bisschen höher legen, dass das Wasser tiefer in den Darm hineintritt, um noch tiefer auf tiefer Ebene zu reinigen. Ich könnte meinen Bauch ein bisschen massieren, das Wasser auf diese Art und Weise verteilen. Ist auch eine feine Sache. Ich merke, wie es beginnt im Bauch ein bisschen zu rumoren. Hat natürlich auch einiges schon hinter sich. Ne? Ich habe ja heute Morgen so ungefähr 5,5 Liter Salzwasser getrunken und das dann wieder ausgeschieden. Das nennt man Shankprakshalana. Und jetzt spüre ich ein bisschen mehr. Ne? Jetzt merke ich allmählich das Wasser oder merke auf jeden Fall, dass witzig auch diese Bläschen, die da hochsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich merke allmählich, wie so ein Druck allmählich entsteht. Druck sich zu entleeren. Aber er ist recht moderat, also ist nicht weiter wild. Und es wird auch empfohlen, das Wasser so lange wie es geht drin zu halten. Ne? Einfach damit es sich Stück für Stück mehr lösen kann. Und erst wenn der Druck, der Stuhldruck, gar nicht mehr sozusagen aufzuhalten ist, dann auf die Toilette gehen und sich entleeren. Ihr seht, wir haben es gleich geschafft. Behälter ist fast komplett geleert. Da, 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 da. Er ist leer. Ein Liter Wasser jetzt in meinem Darm drin. Mega nice. Und jetzt kann ich im Grunde schon diesen Schlauch rausziehen und warte im Anschluss eben so lange wie es geht mit dem Wasser im Darm, bis ich dann irgendwann auf der Toilette entleere. Und dieses Rausziehen ist auch ganz witzig. Geht auch super smooth, das ist sehr entspannt, natürlich noch entspannter als das Reinschieben. So, da muss man dann auch aufpassen, dass nicht zu viel direkt mit rauskommt.
So, zack, Schlauch ist raus. Yes.